Willkommen! LG Energy Solution zeigt Ihnen in diesem Video, wie der Resu 16H Prime Heimspeicher installiert wird. Lesen Sie bitte vor der Installation die Installationsanleitung aufmerksam durch. Nummer 1. Vor der Installation. Die Installationswerkzeuge vorbereiten. Beachten Sie bitte, dass die für die Installation erforderlichen Werkzeuge und Kabel nicht von LG Energy Solution bereitgestellt werden. Verwenden Sie bitte stets die in der Installationsanleitung angegebene Schutzausrüstung. In der Anleitung finden Sie Hinweise zu den Anforderungen an den Installationsort und einzuhaltende Abstände. Öffnen Sie vorsichtig die Umverpackung des Resu-Speichers. In der Box finden Sie die Akkumodule, die Steuereinheit, die Modulanschlussplatte, Modulstützwinkel, Standhalterungen, Abstandhalter, M6x L10 Flanschschrauben, M5x L200 lange Flanschschrauben, 3/4 Zoll bis 1 Zoll Adapter, Kappen, Anleitung, Bohrschablone und Kabelbinder. Wenn Sie die Akkumodule und die Steuereinheit entfernen, überprüfen Sie, ob diese beschädigt sind. Nummer 2. Installation. Zunächst die Bohrschablone an der Wand anbringen. Löcher an den durch die Bohrschablone bezeichneten Stellen bohren. Es wird empfohlen, für jede Stelle eine Befestigung vorzusehen. Jedes Loch sollte einen Durchmesser von 10 mm haben und 40 mm tief sein. Einen Abstandhalter an der Stelle platzieren, die auf der Bohrschablone markiert ist. Danach die Modulanschlussplatte an der Bohrschablone ausrichten. Die Bohrschablone entfernen. Dann die Befestigungselemente provisorisch auf Standhalterung 1 befestigen. Auf der Rückseite der Modulanschlussplatte das Modul B einsetzen. Dann Modul A so platzieren, dass diesen Rückseite der Rückseite des Moduls B gegenübersteht. Die Modulstützwinkel montieren und mit 6 M6 Flanschschrauben mit einem Drehmoment von 5 Newtonmeter festziehen. Von den Akkumodulen die Warnaufkleber entfernen. Die Abstandhalter an den Stellen platzieren, die auf den Modulen durch Etiketten gekennzeichnet sind. Die Steuereinheit auf den Abstandhaltern platzieren. Dann die Stromzufuhrsteckverbinder und zwei Messfühlersteckverbinder anschließen, so dass Sie einen Klick hören. Danach prüfen, ob die Batterieeinheit ordnungsgemäß funktioniert. Zunächst den Griff halten und nach links drehen, um die Frontklappe zu öffnen. Danach den Hauptschalter einschalten. Überprüfen, ob die Betriebsanzeige LED leuchtet und dass 60 Sekunden später die Fehleranzeige LED blinkt. Wenn es keine Probleme gibt, den Hauptschalter auf Ausschalten und die Frontklappe schließen. Als nächstes die Anordnung der Akkusteuereinheit überprüfen. Eine Seite der Akkusteuereinheit anheben und den freiliegenden Abstandhalter entfernen. Dann dasselbe auf der anderen Seite tun. Die Akkusteuereinheit neu ausrichten und die vier Schrauben lösen, um die obere Abdeckung zu entfernen. Die Akkusteuereinheit am Akkupaket befestigen und die 6 M5 langen Flanschschrauben mit einem Drehmoment von 5 Newtonmeter festziehen. Die 6 M6 Schrauben provisorisch festziehen, um die Standhalterung 2
auf der Akkusteuereinheit und Instandhalterung 1 zu montieren. Dann das Akkupaket mit allen Schrauben und Befestigungselementen an Standhalterung 1 und 2 vollständig festschrauben. Dann die obere Abdeckung wieder anbringen und die 4 M5×L65 Flanschschrauben mit einem Drehmoment von 5 Newtonmeter festziehen. Die Frontklappe öffnen und die 6 Schrauben lösen, um die Schutzabdeckung zu entfernen. Das arme Ethernet-Kabel durch Loch Nummer 2 führen und das Kabel anschließen. Nummer 3. Inbetriebnahme. Dann die Inverterleitung anschließen. Hinsichtlich der Inverterleitung die gewünschte Kommunikationsmethode auswählen. Dann die DIP-Schalter daraufhin prüfen, dass er auf die Standardeinstellung gestellt ist. Dann zu Abschnitt E gehen, Erdungskabel und Stromkabel anschließen. Die Stromkabel separat von den Kommunikationskabeln anordnen. Bei jeder Zuleitungsöffnung um das Kabel herum Silikondichtmittel oder Kit benutzen, um diese Stellen abzudichten, sodass keine Fremdkörper ins Akkupaket eindringen können. Mit den 6 M5PH-Schrauben die Schutzabdeckung anbringen. Den Hauptschalter auf Einschalten. Einige Sekunden nach Einschalten des Hauptschalters leuchten 4 LED-Anzeigen. Um sich zu vergewissern, dass die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde, überzeugen Sie sich, dass die Betriebsanzeige LED grün leuchtet. Zum Schluss die Frontklappe schließen und den Wechselrichter einschalten.
LG Energy Solutions.